für den nächsten Punkt sind die wichtigsten Menschen da. Und es wurde ja hier schon so ein bisschen emotional und damit wird es jetzt auch nochmal weitergehen. Wir haben ja schon mehrere Menschen hier auf der Bühne gehabt, die einfach einen persönlichen Bezug zu Sada haben und für die diese ganze Situation wahnsinnig schwer und vor allem auch schwer zu verstehen ist. Wir stellen uns alle die Frage, wie kann es sein, dass Menschen, die anderer Menschen Leben retten, jetzt im Gefängnis sitzen. Und wir stellen uns die Frage, wie es sein kann, dass Sada nach ihrer eigenen Flucht, nach ihrem Ankommen hier in Berlin, nach ihrem Engagement und ihrem Einsatz in Griechenland, jetzt dort im Gefängnis sitzt, anstatt in Frieden und in Sicherheit bei ihrer Familie zu sein. Und das ist die Frage, die sich vor allem die Familie selber stellt. Und sie sind heute hier und werden dazu auch gleich ein paar Worte sagen. Es ist einmal, also sie werden nacheinander auftreten. Wir haben die Mutter Merwat, der Vater Ezzat wird danach sprechen und auch Joshua wird nochmal auf die Bühne kommen und ein paar Worte an euch richten. Wir beginnen mit einer Rede von der Mutter Merwat von Sada. Herzlich willkommen auf der Bühne. إنه اليوم 61 ابنتي وهي معتقلة لماذا؟ ومن أجل ماذا؟ فأنا لا أعلم كل يوم أستيقظ وأسأل نفسي لماذا سارة معتقلة؟ ولكن لا أجد أي جواب على سؤالي كل التهم التي أسمع عنها وأسمع أن ابنتي متهمة بها أقف عندها بذهول واندهاش فابنتي مستحيل أن تكون فعلت أي من هذه التهم الموجهة إليها وأنا أعلم علم اليقين أنها لا تفعل أشياء كهذه سارة هدفها الوحيد مساعدة الناس كبارا كانوا أو أطفال نساء كانوا أو رجال أبناء بلدها كانوا أو من جنسيات مختلفة سارة ما كانت سوى متطوعة تساعدهم من الغرق والموت تساعدهم بأن يعبروا عن ماذا يريدون أن يقولوا بالترجمة لهم سواء بالكامب الذي يعيشون فيه أو المشفى هل هذا جريمة؟ ولأجل هذا سارة معتقلة؟ فإن كانوا يعتقدون أنهم يعتقلونها لوحدها فلا أريد أن أقول لهم لا أيها السادة فعندما أسرتم ابنتي واعتقلتوها ولم تعيدوها لي للآن فقد أخذتم معها قلبي وعقلي وتفكيري وكل شيء فهو ملكي حياتي متوقفة منذ اللحظة التي أخذت ابنتي فيها فكيف لا؟ كيف لي أن أستطيع العيش وابنتي مسجونة ولا أعلم ما الذي تعاني منه هناك؟ إنه جسدي فقط هو الذي خارج السجن والباقي مع ابنتي كيف لا إنني والدة عاشت مع بناتها بظروف شديدة الصعوبة والقسوة في بلدها بسبب الحرب وكان همها وخوفها الوحيد على بناتها وكيف ستخرجهم من الحرب الدائرة في بلادها وتأخذهم إلى بلد آخر آمن بعيدا عن ظروف الحرب وبعد أن أنعم الله علينا وخرجنا من رحلة الموت أحياء ووصلنا إلى وجهتنا وحظينا بالأمان الذي كنا نرجوه وبعد وصولنا بثلاث سنوات تأتون وتأخذون ابنتي وتعتقلونها بتهم لا علاقة لها بها إننا مجرد أناس تبحث عن الأمن والأمان إننا نبحث عن السلام والاستقرار فقط والعيش بسلام وسارة إن عادت إلى الجزيرة لمساعدة الناس فقط فهذا لأنها عاشت تجربة جدا مؤلمة في البحر وكانت من المحتمل أن لا تنجو ولكن الحمد لله نجت ومن معها وعادت حتى تساعد من يعبرون البحر بنفس الطريقة وتخفف عنهم فهل هذا جزاؤها؟ هل إنقاذ الأرواح جريمة يعاقب عليها القانون؟ فعذرا لم أكن أعلم أنها جريمة وشكرا Ich lese nun die deutsche Übersetzung der Rede. Meine Tochter Sada ist seit 61 Tagen im Gefängnis. Und warum?
Wenn ich die Vorwürfe gegen sie höre, bin ich erstaunt, weil ich mir sicher bin, dass sie die Sachen, die ihr vorgeworfen werden, niemals tun würde. Und ich weiß mit Sicherheit, dass sie nichts davon wirklich getan hat. Sarahs einziges Ziel ist es, Menschen zu helfen, ob Kindern oder Erwachsenen, Männern oder Frauen, aus ihrer eigenen Heimat oder aus anderen Ländern, ganz egal. Sarah war nur eine Freiwillige, die Menschen vor dem Ertrinken retten wollte und ihnen helfen wollte, ihre Bedürfnisse auszudrücken, indem sie ihre Worte in den Camps und Krankenhäusern übersetzte. Ist das ein Verbrechen? Ist Sarah deshalb im Gefängnis? Denken Sie, dass Sie nur Sarah eingesperrt haben? Ich will Ihnen was sagen, verehrte Damen und Herren. Ihr habt auch mein Herz, meine Gedanken und alles, was mir gehört, genommen. Mein Leben hat aufgehört, seit ihr meine Tochter von mir genommen habt. Und sagt mir, wie kann ich leben, wenn meine Tochter im Gefängnis sitzt? Und ich überhaupt nicht weiß, was mit ihr passiert. Nur mein Körper ist außerhalb dieses Gefängnisses. Der Rest von mir ist dort bei meiner Tochter. Wie sonst auch, wenn ich eine Mutter war, die mit ihren Töchtern unter schrecklichen Bedingungen aufgrund eines Krieges in unserem Land gelebt hat. Meine Hauptsorgen und Ängste waren, wie ich meine Töchter aus dem Krieg in sichere Länder bringen konnte. Mit Gottes Willen sind wir lebend daraus gekommen und haben die Sicherheit erreicht, nach der wir gesucht haben. Und 3 Jahre nach unserer Ankunft nehmt ihr meine Tochter und verhaftet sie aufgrund von Vorwürfen, mit denen sie nichts zu tun hat. Wir sind Menschen, die einfach nach Sicherheit suchen. Wir suchen Frieden und Stabilität und wollen einfach nur in Ruhe leben. Einfach nur leben. Sarah kehrte auf die Insel zurück, um den Menschen zu helfen, weil sie auf See eine sehr schwierige Erfahrung gemacht hat und kaum überlebt hatte. Gott sei Dank hat sie überlebt und die Menschen gerettet, die bei ihr waren. Und sie ging zurück, um anderen zu helfen, die das Meer auf die gleiche Weise überqueren. Und das, ist das ihre Belohnung? Ist Leben retten ein strafbares Verbrechen? Dann, es tut mir leid, das wusste ich nicht.